Klappe die 12. und bitte. Willkommen zu diesem Video des Kanals Creative Essay. Das Video ist in Form einer Kooperation mit dem YouTube-Kanal Creator entstanden. Hier oben rechts geht es zu seinem Kanal, auf welchem er im Video zu dieser Kooperation das Thema extremer Internetkonsum und seine schädlichen Folgen behandelt. Dieses Video ist keine Anleitung, wie man in das Deep Web kommt. Es werden Überbegriffe genannt, allerdings nicht zu Vorführzwecken, sondern nur zu Weiterbildungszwecken verwendet. Der Kanal Creative Essay distanziert sich von dieser Art des Internets und bittet keinen Zuschauer dieses Videos, das Deep Web aufzusuchen. Wir hören immer mehr über das Deep oder auch Dark Web. Genauso wie bei den Killerspielen wird in den Medien darüber berichtet. Man spricht davon, dass das Dark Web Gefahren wie illegale Aktivitäten mit sich führt. In diesem Video möchte ich darüber reden, was das Deep Web genau ist. Ich persönlich bin noch nie im Deep oder auch Dark Web gewesen. Also ich bin kein Profi, was dies angeht. All die Informationen habe ich im Informatikunterricht in der Schule gelernt oder habe dies durch intensive Recherche gefunden und gelernt. Der Begriff Deep Web ist nur ein Überbegriff. Erstmal will ich euch alle Namen, welche es für das Deep Web gibt, aufzählen. Es gibt, wie schon gesagt, den Namen Deep Web und Dark Web. Außerdem nennt man es auch Hidden oder Invisible Web. Man nennt es so, da es nicht an der Oberfläche des World Wide Web kratzt. Der Überbegriff Deep Web bezeichnet alle Webseiten des World Wide Web, welche man gewöhnlicherweise nicht auf Anhieb findet. Das, worüber die Medien so breit gefächert reden, ist das Deep Web, welches nicht über gewöhnliche Suchmaschinen zu erreichen sind. Um dies zu erreichen, ist ein externer Browser zu verwenden. Man nennt ihn Tor. Die Schwierigkeit ist, an einen Download-Link von Tor zu kommen und nein, ich habe auch keinen für euch. Die Hackergruppe Anonymous nahm sich diesem Problem hin und veröffentlichte vor wenigen Jahren eine Webseite, auf welche sie diesen Download-Link dieses Browsers bereitstellten. Doch die einzelnen Regierungen sperrten diese Webseiten direkt wieder, da es gegen die westlichen Gesetze verstoß, welche den Frieden und die Demokratie aufrechthalten. Die Firma Bright Planet führte im Jahr 2001 eine Studie durch, welche ergab, dass das Deep Web etwa 400 bis 500 mal größer sei als das uns bekannte World Wide Web oder auch Surface Web genannt. Allein die 60 größten Webseiten des Deep Webs sind mit 7500 Terabyte jeweils an Informationen gefüttert. Warum existiert diese dunkle Seite des World Wide Web überhaupt? Dies werde ich im nächsten Video auf meinem Kanal erklären, da dies ein breit gefächertes Thema ist, welches man nicht in 3-4 Minuten eines Videos erklären kann. Wie ich am Anfang dieses Videos schon erläutert habe, ist dieses Video eine Kooperation mit dem Kanal Creator. Ein Link zu seinem Kanal findet ihr hier rechts auf der Seite und auch in der Videobeschreibung. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr ihn und auch mich mit einem Klick auf den Abo-Button unterstützen würdet. Über einen Daumen auf 360 Grad würde ich mich sehr freuen. Somit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal!